Erstmal seit August 2017 könnte die Wiener Austria 3 Siege am Stück einfahren. Also ein historischer Tag. Für die Tiroler geht es im Abstiegskampf um alles und man ist heiß auf die Revanche. Vor allem der Major, der gesagt hat, die Austria, die steht zu Recht da unten. Christian Ilzer, der kann auf einen Sieg zurückblicken. Am Dienstag das erste Wettbewerbsspiel gegen die Tiroler gewonnen. Und auch in der Fremde geht's richtig gut los. In der 8. Spielminute ist es Bright Edomonji mit diesem hervorragenden Treffer. Wir sehen aber auch bei der Entstehung, dass Felix Adjei einiges falsch macht, sich hier den Ball abluchsen lässt von Pichler, wo man auch wieder über ein Handspiel diskutieren muss. Pichler dann handlungsschnell und diese Drehung ist wunderbar. Rund um Sandro Neurauter die frühe Führung für die Violetten, die sich natürlich einiges vorgenommen haben. Sie wollen diesen Platz an der Sonne jetzt mit aller Macht verteidigen und zumindest schauen, dass sie in den nächsten Spielen das nötige Selbstvertrauen sammeln, um im internationalen Geschäft letztendlich auch noch mit dabei zu sein. Für ihn übrigens das erste Saisontor ist über die Reservistenrolle in dieser Saison nicht wirklich hinausgekommen. Nur wenige Minuten später Zakaria mit diesem tollen Querpass auf Benedikt Pichler. Hier hätte sich der Youngster selbst in die Torschützenliste eintragen können. Ja, Neurauter lässt sich da mit einem Übersteiger düpieren und Adjei wieder zu weit weg von seinem eigentlichen Gegenspieler. Fußballspielen also einfach gemacht in dieser Anfangsphase, dann aber zumindest mal nach einer halben Stunde die Wattener mit diesem Freistoß ausgeführt. Zunächst von Petzos, kurz auf Fabian Koch. Der zündet zunächst mal diese Fackel, aber Situation noch nicht vorbei. Adjei bringt den nochmal hinein, dann die Riederflanke auf den Kopf von Zlatko Dedic und der Slowene ist zweistellig. Was Tore betrifft, der 10. Saisontreffer, sein zweites Tor gegen die Austria hat beim 2:3 Erfolg im Grunddurchgang in der Generali Arena auch schon dazu beigetragen, dass man 3 Punkte entführen konnte. Und hier sieht man, die Austria ist nicht bei den Gegenspielern, ist mit der Situation vielleicht schon am Ende angelangt, die Tiroler. Aber alles andere als schläfrig, handlungsschnell und erfolgreich. Aber wir sehen, dieser Treffer hätte nicht zustande kommen dürfen, denn Stefan Meierhofer hat das Ganze inszeniert. Dabei hat er Thomas Ebner gefault. Auf der anderen Seite dann eine glasklare Entscheidung gegen David Guganik. Dieses Foulspiel an Dominik Fitz in der 40. Minute ist zu viel für den Innenverteidiger. Er schwächt seine Mannschaft. Die Wattener in Unterzahl für mehr als 50 Spielminuten. Da gibt es natürlich keine zwei Meinungen. Absolut richtig entschieden vom unparteiischen Felix Uschan. Sehen dann gleich auch in der nächsten Szene das erste Foulspiel, das dazu geführt hat, dass er in diese missgünstige Situation überhaupt erst geraten ist. 5 Minuten zuvor die erste gelbe Verwarnung. Und mit diesem Unentschieden geht es zunächst mal in die Halbzeitpause. Thomas Silberberger und sein Torschütze Zlatko Dedic, sie analysieren diesen ersten Durchgang, müssen jetzt aber gegen eine Wiener Austria im zweiten Durchgang in Unterzahl bestehen. Und die Gäste, die wollen gleich Nägel mit Köpfen machen. Zakaria auf Fitz, die Youngsters im Zusammenspiel. Der Drehschuss von Fitz dann aber deutlich über den Kasten. Trotzdem, die spielerischen Elemente kehren nach und nach zurück an den Verteilerkreis. Man hat das Gefühl, dass etwas entstehen könnte. Und Alex Grünwald, der kann sowieso vom ruhenden Ball gegen Mattersburg. Hat er den noch über die Mauer drüber gezirkelt. Jetzt das Tormaneck und die Stange rettet für den geschlagenen Keeper Ferdinand Oswald. Und dann in der 57. dieser Geistesblitz von Alexander Grünwald auf Benedikt Pichler. 1:2 für die Wiener Austria. Auch hier das Abwehrverhalten der Tiroler absolut zu kritisieren, zu passiv, da rückt keiner raus, da drückt keiner drauf. Aber hier muss man über Abseits diskutieren. Svoboda und Pichler möglicherweise auf gleicher Höhe. Ein Video Assistant Referee täte richtig gut in Österreich und hätte hier zur Auflösung des Treffers durchaus beigetragen. Für Pichler aber trotzdem ein Erfolgserlebnis. Das 3. Saisontor für jenen Mann, der in der Vorsaison noch für Austria Klagenfurt in der 2. Liga seine Schuhe geschnürt hat. Austria natürlich jetzt mit 2 Vorteilen
personell mit einem Mann mehr auf dem Platz und dem Vorsprung, aber diese Möglichkeiten, die sollten sie nicht allzu oft zulassen. Wieder eine mustergültige Flanke von Rieder auf Meierhofer, der dann keinen Druck auf den Ball bekommt und dieser Abschluss von Thanos Petzos wird dann von Florian Klein nochmal rechtzeitig abgeblockt. Wir springen mit Ihnen gemeinsam dann schon hinein in die Schlussphase, wo die Wiener Austria natürlich Räume hat. Dominik Fitz zum Ersten und Dominik Fitz zum Zweiten. Dann kommt auch noch der eingewechselte Youngster Patrick Wimmer an den Ball. Etwas zu überhastet, es hätte die Vorentscheidung sein können. Klar, Guganik fehlt an allen Ecken und Enden. Die Austria verpasst es aber auch hier in diesem Spiel früher den Sack zuzumachen. Dann wieder Wimmer. Innenstange. Es will einfach nicht sein. Der Premierentreffer bleibt dem 19-Jährigen verwehrt. Und Christoph Monschein, der ist auch noch eingewechselt worden, umkurvt hier Ferdinand Oswald in der letzten Spielminute, setzt den aber am Kasten vorbei. Und während Thomas Silberberger schon enttäuscht in die Kabine marschiert, darf sich Christian Ilzer über den dritten Erfolg in Serie freuen.